Hallo Freunde des gepflegten Motorsports, was geht ab? Und ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer und Abonnenten. Ja, ich hoffe, das war jetzt gleich mal das erste, über was wir reden müssen, neue Begrüßung. Ich hoffe, das gefällt euch. So ein bisschen mehr Elan reinbringen. Gut, das jetzt mal so vorneweg. Und zwar haben wir heute Apps zum Feiern. Also wir haben eigentlich heute zwei Sachen zum Feiern. Und dann habe ich einen Haufen Infos für euch. Aber um was da geht, das werden wir uns jetzt mal so Stück für Stück anschauen. So, für alle, die sich jetzt fragen, warum ich da einen Cut gemacht habe. Die schon länger zuschauen, wissen warum. Für die Neuen sage ich es einfach. Und zwar habe ich immer das Konzept hinter den Videos, ist einfach, ich muss das so kapitelweise abhandeln. Weil, also immer, wenn eine Sache beendet ist und ich habe mehrere zum Verzeihen in einem Video, kurzer Cut. Weil sonst rede ich. Ihr kommt irgendwann nicht mehr mit, das ist nicht, und wenn ihr nicht mehr mitkommt, das ist nicht gut. Und deswegen machen wir immer so Kapitel. So, was haben wir zum Feiern? Ich habe eingangs schon gesagt, wir haben zwei Sachen zum Feiern. Ja. Erstens, wir sind dreistellig jetzt. Wir sind jetzt 106 Abonnenten. Auf jeden Fall merci an jeden Einzelnen von euch da draußen, dass wir es so weit geschafft haben. Ja, weil was war ich ohne euch? Hoppala. Was war ich ohne euch? Ja. Auf jeden Fall ganz fett merci. Ich habe auch schon einen 100-Abo-Stream gemacht. Den könnt ihr euch auch anschauen. Meine Streams kommen immer im Nachhinein als Video raus. Und ja. Genau. Das ist auf jeden Fall schon mal fett merci. Dann haben wir noch Apps zum Feiern, weil es waren wieder die 24 Stunden am Nürburgring. Und Mantai Racing hat 2018 die 24, hat heuer die 24 Stunden gewonnen. Auf jeden Fall Glückwunsch an Olaf Mantai, so spricht man es richtig aus, an Olaf Mantai und sein gesamtes Racing-Team. Sauber gemacht, Manner. Weiter so und im nächsten Jahr Titelverteidigung, oder? Weiß man es. So, das nächste ist, über was wir unbedingt schmerzen müssen. Die nächsten Videos, die jetzt so im Laufe der Zeit kommen werden, ja, die muss ich leider vorproduzieren. Es hilft nichts. Ich habe jetzt dann Abschlussprüfung, also Projektprüfung. Ja, und es führt ja kein Weg drauf vorbei. Das heißt, ich muss jetzt dann unter der Woche, also jetzt ab morgen, vielleicht wenn ihr das Video seht, ab heute, je nachdem wann ihr es halt seht. Und das heißt, ich muss jetzt unter der Woche neben der praktischen Prüfung, muss ich dann noch irgendwie zwei, drei Videos vorproduzieren, dass ich euch das dann hochladen kann und bla bla bla. Und das heißt, wenn ihr mir was in die Kommentare schreibt, seid es nicht böse, wenn ich nicht gleich darauf reagiere. Ich werde so viel versuchen, wie möglich Kommentare zu beantworten, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ne? Aber es geht einfach nicht anders. Ich muss vorproduzieren. Es steht einiges auf dem Programm, auf dem Plan, so muss man sagen. Steht jetzt einiges auf dem Plan und da muss halt da noch ein Video vorproduziert werden und bla bla bla. Und bis dann einmal fertig wärst, das schaffe ich neben der Prüfung einfach nicht. Und genau, das heißt, wir müssen das einmal vorproduzieren. Das wollte ich euch bloß sagen. So, dann, genau, kommt noch. Es ist jetzt wieder, es geht schon langsam wieder auf Ende Mai zu und die rund ums Schloss Maxlorn wohnen, Bad Aibling, ja, zu die Gegend da, die wissen, es ist bald wieder soweit, es steht wieder die ADAC Bavaria History auf dem Programm. Und am 31. Mai, also am Frauen Leichnam, das ist heuer ein Donnerstag, ist wieder das Oldie-Feeling auf Schloss Maxlorn. Und ihr wisst ja, da geht es immer saumäßig zu. Und jetzt muss ich mal schauen, vielleicht machen wir ein Video drüber. Ich habe eine Abstimmung auf Facebook erstellt. Das heißt, schaut einmal auf Facebook rein. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich packe euch am rechten Bildschirmrand. Die Richtung hat sogar gestimmt. Da oben. Packe ich euch auch nochmal eine Abstimmung hin.
Beziehungsweise, nein, das lassen wir. Ihr schaut es einfach mal auf Facebook rein, weil ich brauche ja nicht doppelt machen. So, genau. Da wird es halt, wie schon gesagt, das ist halt, es ist brutal groß. Ja. Also wer das weiß, Schlosswiesen, Brauereiparkplatz und so weiter und so fort. Die, wie schon gesagt, die da in der Nähe wohnen, die kennen sie ja vielleicht. Und das wäre eine Riesenarbeit. Aber schreibt mir doch eure Meinung einmal dazu in die Kommentare. Genau. So, dann das nächste, über was wir schmerzen müssen, ist am 1. Juni, Wochenende von 1. bis 3. Juni findet in Bernau am Chiemsee auf dem Campingplatz Mariengrund ein Frühjahrsfest statt. Ich habe gerade keine Flyer da, macht aber nichts. Und zwar Frühjahrsfest, da bin ich am überlegen, wenn ich jetzt zu dem Frühjahrsfest, also nochmal ein separates Video mache, so, wo ich das alles erkläre und so, dann schreibt es mir auch in die Kommentare. Weil dann mache ich, wenn es irgendwie ausgeht, werde ich dann da noch ein Video dazu produzieren. Genau, das ist von 1. bis 3. Juni, aber da müssen wir, ja, da glaube ich, machen wir noch mal ein Video. Also wenn ihr es haben wollt, dann schreibt es auf jeden Fall unten rein. Genau. Dann bin ich einmal eine Woche nicht da, sage ich euch auch gleich, aber da kommt dann eventuell auch noch mal ein extra Video, eventuell. Oder wenn ihr Fragen habt, dann einfach alles in die Kommentare reinschreiben. Ich lese so viel wie möglich, beantworte so viel wie möglich. Wenn es einmal länger dauert, seid ihr mir nicht besser. Ich habe auch bloß zwei Hände. Und ja. So, Leiden, soweit haben wir jetzt alles durch. Hoppala. Ja, also wie schon gesagt, bei Fragen und so weiter und so fort, ballert es in die Kommentare, schreibt es mal auf Facebook, schaut es auf Instagram vorbei. Instagram, Facebook ist in der Videobeschreibung. Genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vorbeischaut, wenn euch das Infovideo taugt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, dass ich weiß, dass es euch taugt hat. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Ich heiße mal, habe die Ehre.